Okay, die Blume braucht man nicht. Insgesamt hat man noch 140 Punkte. Mir kommt so vor, als ob ich jetzt mehr ausgegeben hätte. Alles klar, dann haben wir das also auch erkundigt. Erkundet, wollte ich sagen. Das, was ich letztens nicht gemacht habe, weil ich schlicht nicht wusste. Naja, gut. Ja. So, hau mal ab, erstmal hier die ganzen Fässer. So. Und so, das scheint wieder ein anderer Gegner-Typ gewesen zu sein. Und dann können wir jetzt hier den noch. Okay. Ja, dann haben wir mal das auch schon geschafft. Und da sehen wir unseren nächsten. Was soll ich sagen? Ja, eigentlich nicht Gegner, sondern den nächsten im Wissemail, den wir einsammeln können. Das geht ein bisschen einfach. Minotaur! Ah, die liebliche Stimme von Professor Dawson. Diese legendäre Kreatur der griechischen Mythologie ist wirklich beeindruckend. Meine durchaus unerfreulichen Forschungen, die mich ins Krankenhaus brachten, ergaben, dass es sich um sehr aggressive Kreaturen handelt. Sei gewarnt. Schwenkt man etwas Rotes vor einem Minotaur, wird er sofort angreifen. Ach, deshalb gibt es diese Jacke nicht in Rot. Und die Kämpfer gegen den ersten haben wir geschenkt gekriegt, den Invisimal. Das war der Otzelottel. Und gegen die anderen im Wesentlichen, um sie einzusammeln, müssen wir kämpfen. Die Kämpfe entsprechen sich ziemlich leicht, also da braucht man sich keine Sorgen zu machen. Es ist eigentlich nur im Prinzip ein Button-Gebäscher. Und ja, links hatten wir schon was gesehen, ihr habt. Den holen wir uns aber erst, wenn wir den Minotaurus haben. So, um den Minotauren herauszufordern, einfach die hingehen und die Dreieckstaste drücken. So, beide machen sich kampfbereit. Und los geht's. Okay. Fortsetzen. Jawohl. Und schon beginnt der Kampf von vorn. So. Das wollte ich nochmal ausprobieren. Ja. Da muss man ein bisschen schneller drücken, die Tasten, die angezeigt werden. Und im Prinzip, das war ist der ganze Kampf. Man hat auch genügend Zeit, um die Tasten zu drücken. Wie kann das sein? Ich, Minotaur! Geschlagen im Kampf von einem Menschen. Hey, dann bist du eben mal zweiter Sieger. Okay, was weißt du über diese Stahl-Invisimals? Was ich weiß? Sie sind neu, beraubten den Tempel und ich zermalme sie. Wo finde ich sie? Hinter dieser Tür. Doch nur meine Kraft kann zu ihnen durchbrechen. Die dir gehört, weil du mich im Kampf besiegt hast. Gut, gehen wir es an. Danach kann ich weiter Stahlwesen zermalmen. Und damit sind wir auch schon der Minotaurus.
So, natürlich, die können ja genauso kämpfen wie die äußeren Leute. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, eben auszusuchen, welchen Isomer wir steuern möchten, ob den Minotauren oder äußere Leute. Wir bleiben jetzt in der Steuer des Minotauren erstmal. Denn weil wir die Hilfe von dem brauchen. Es wird glaube ich automatisch umgeschaltet manchmal. So, da sammeln wir hier ein paar Sachen ein. Gut, da geht's nicht weiter. Ja, wird automatisch umgeschaltet. Huch. Gut, da kommen wir nicht hoch. So, da kommen wir hoch. Wenn wir dementsprechend an Punkte kommen, wo wir den entsprechend brauchen. So, hier brauchen wir den Kleinen wieder. Den Namen habe ich mich gar nicht gemerkt. Das sieht ziemlich gut aus hier über den Balken. Man sollte da ein bisschen, wie immer, ein bisschen vorsichtig laufen. So. Dieser Mechanismus basiert auf einem Dynamo. Wenn du hier als Minotaur stehst und dann anfängst zu laufen, solltest du ihn aktivieren können. Genau so ist es. Dafür braucht man den Minotauren. Und da können wir. Das ist seine Kraft eben hier. Yep. Laut Scanner ist das ein dunkler Samen. Setze ihn in der Kampfarena ein, um eins deiner Invisimals zu einem Dark Invisimal zu machen. Okay. Und das Ganze findet man nur in diesem Bereich. Ja, so. Ja, in welche Richtung man laufen muss, das kann ich auch. Also einmal umdrehen. Und jetzt einmal laufen. Und dann geht die Brücke hoch. Okay, abbremst du automatisch ab. Ja gut. Man hätte jetzt ja den Balken laufen können oder eben einfach durchs Wasser. In manchen Gewässern kann man auch tauchen, aber dementsprechend müssen wir auch ein entsprechendes Evese mehr haben. So, ich weiß jetzt nicht, haben wir genügend, ja, ein bisschen nochmal, um die ersten Sachen zu kaufen. Natürlich mit der richtigen Taste. So, damit haben wir den mächtigen Hieb. Wenn er seine Kraft auf seine Faust konzentriert, kann der Minotaur einen mächtigen Schlag austeilen. Und doppelter Faustschlag, wenn er seine Kraft auf beide Fäuste konzentriert, kann der Minotaur einen vernichtenden Doppelschlag austeilen. Und Feuerangriff, wenn er seine brennenden Kräfte in seine Beine fließen lässt, entfesselt der Minotaur seinen überwältigenden Feuerangriff. Okay, dann haben wir auch gleich gekauft. Und dann geht's gleich weiter. So. Wenn du diese Tür als Minotaur angreifst, solltest du sie niedertrampeln können. Jawohl. Was müssen wir machen? Ziele mit L auf die, also linken Stick auf die Tür und drücke das Dreieckstaste, um durchzubrechen. Also, wups. Und schon sind wir durch. Du kannst den Minotaur-Angriff auch nutzen, um einfach schneller zu sein. Das sollte aber man nur auf geraden Strecken machen. Sonst hat man irgendwann mal Probleme. Das scheint eine Art Stahlspinne zu sein. Sie wirkt nicht allzu gefährlich, solange sie nicht giftig ist. Naja, es war möglich, dass sie nicht sehr giftig ist, aber sie kann aber giftig werden. Und da möchte ich nicht gerade in der Nähe bleiben. Ja. So, am besten so schnell wie möglich dann zerkleinern. In seine ihre Einzelteile zerlegen. Okay. So. Ein Schlag reicht. Dann gehen wir hier mal in die Seite. So. Er braucht genauso endliche Schläge. So.
sein. Okay. Wieder alles einsammeln, was geht. Was nicht in der Lage fest ist. Und was einzusammeln geht. Und da kann man auch gleich weiter. Die Blume braucht man nicht. Aber jetzt wäre eine kleine Tür. So. So. Und da erwarten uns auch gleich die nächsten Gegner da unten wieder. Rennen wir wieder weg, ja. So. Jetzt können wir gefahrlos hier alles einsammeln. Jubel. Und. Ah! Weg. Oh, Mist. Was hat denn der eigentlich? Ach, der hat denselben Schlag. So. Und da hat sie auch erledigt. Der Kampfangriff scheint bei allen die gleichen zu sein. Ich glaube, ich könnte. Man müsste mal bei den nächsten Gegnern mal versuchen, auch mal einen der Spezialangriffe mal frei zu einzusetzen. Mal sehen, was dann passiert. Ja, wir müssen gleich mal Abwehr abbauen. So. Okay. Das Ganze sieht zwar aus wie eine Kampfarena, ist es aber nicht. Doch, eigentlich müsste das eine sein, und zwar von unseren Leuten. Wahrscheinlich, denke ich mal. Sieht fast so aus. Die von Urwald verborgen. Ja. Okay. So. Okay. Noch eine Mauer zum Klettern. Jawohl, wie ihr seht, hat es sich gleich verwendet wieder. Man kann ja in den vorgegebenen Sachen hier runter, kann ich zum Beispiel hier auf die den Sims kann ich zum Beispiel nicht klettern. Okay, so. Und wir bleiben jetzt auch den. Na komm. Jo, wir bleiben jetzt auch den Leute wieder. Ja. So. Und. So. Ja, die Kisten wieder. Da werde ich die Sachen einsammeln. Hallo? Ich möchte deine Sachen einsammeln. Aber. So. Gut. Und dann geht's weiter. Ja, durch die Kammer. Gehen wir eins weiter. Ja. Ja. Genau. Das ist ein anderes Arbeiterstahlwesen. Es ist viel größer als das von vorhin. Und vermutlich stärker. Und. Aber wir können es trotzdem besiegen. Und das ist die Hauptsache. War nicht noch einer hier? Ja, da ist er. Okay. So. Alles wieder mitnehmen. Da sind wir ja die. Unsere. Ja, ihr wisst, wie wir es wieder aufbauen können. Beziehungsweise auch ja, die Tore aufkriegen. So, wir haben jetzt 250, 260. Okay. Ich gehe jetzt nochmal schnell alles ab, ja. Aber ich glaube, wir hatten ja, wir hatten alles eingesammelt.